Hallo und herzlich willkommen zurück zu Displaced. In der letzten Folge hatten wir ein bisschen Probleme mit dem Essen. Wir sind immer nur dabei, Probleme mit dem Essen zu haben. Ich hoffe natürlich, dass wir den sicheren Ort noch finden. Und auf jeden Fall was zum Essen, weil das ist ganz wichtig. Wir haben aber auf jeden Fall einen Standort hier bekommen, wo noch Vorräte sein sollen. Da werden wir jetzt auf jeden Fall hingehen. Ich hoffe natürlich, dass wir wirklich genug zum Essen finden. Der Rauchgeruch, den was wir gehabt haben, zurückgehen. Da müssen wir nur mal warten. So, jetzt gehen wir hin. Das ist auch nicht wirklich jetzt viel zum Essen. Jetzt müssen wir trotzdem mal die Pistolen hier rausnehmen, was wir gar nicht brauchen. Na, die lassen wir mal das kaputte Gewehr nehmen raus. Wir brauchen Essen. Das ist wichtiger als wie irgendwelche Waffen jetzt. Das Stressmittel lassen wir mal. Die Pistole tun wir noch raus. So. Ah komm, wir nehmen den Baseballschläger weg und nehmen lieber eine Pistole. Fertig. So, jetzt müssen wir mal gucken. Wir könnten gleich mal jagen gehen. Haben wir nichts gefunden? Scheiße. Jetzt müssen wir erstmal unseren Stress hier ein bisschen runterbringen von den Leuten. Gesundheit schaut ja noch relativ gut aus. Hier haben wir auch Stress, glaube ich, oder? Ne. Die sind nur zum Verkaufen. Aber Stressmenge vom Bier geht runter. Also dann nehmen wir das Bier die Leute noch. So, jetzt haben wir keinen Stress mehr. Dann müssen wir dann erstmal was kochen. Ein bisschen was haben wir ja noch. So. Jetzt müssen wir erstmal die Energie auch wieder auffüllen. Und dann gehen wir mal hier weiter. Und wenn wir hier oben sind, lassen wir dann ein bisschen weiter aufdecken. Vielleicht findet man nur einen schönen Ort hier oben. Als du das verlassene Dorf passierst, triffst du auf einen ruhigen, hageren Typen. Er sieht nett aus. Er erzählt dir von einem Flüchtlingslager, wo jeder Essen und Unterschlupf bekommt. Außerdem meint er, dass er und seine Gruppe nach Bedürftigen suchen, um sie ins Lager zu bringen. Du triffst auf die Gruppe, von der dir der Mann erzählt hat. Vier stark genähte Typen lächeln dich an und sagen dir, dass deine Misere jetzt vorbei ist. Schon bald wirst du im Lager sein und alles wird gut. Du betrittst das Lager. Am Eingang hängt ein Banner mit der Aufschrift Willkommen. Du wirst zur Regierungsstelle gebracht und gebeten, deine Waffen abzulegen, da es sich hier um eine sichere Zone handelt. Einige deiner Teammitglieder mögen den Gedanken nicht, aber die Hoffnung auf Sicherheit ist stärker als der Zweifel. Du wirst zu den Duschen gebracht. Sie werden dich zu den Sanitäranlagen führen und während die Gruppe duscht, schalten sie das Gas an. Was? Das Team wacht im Baracken ohne Fenster auf. Alle haben graue Overalls an. Nach einer Weile betreten bewaffnete Wachen den Raum und bringen euch eine spärliche Mahlzeit. Euch wird gesagt, dass ihr jetzt für diese Projekte arbeitet. Es beginnen schreckliche, schier endlose Tage. Eines Nachts kommt ein Gefangener aus einem anderen Flügel auf dich zu und teilt dir mit, dass er einen geheimen Tunnel gegraben hat. Er bittet dich, ihm bei der Flucht zu helfen. Ist das deine Chance, dieser Hölle zu entkommen oder eine weitere Falle? Komm, wir versuchen zu fliehen. Die Gruppe schlüpft durch das Loch im Zaun und versteckt sich im Wald. Schon bald wird euch ein Suchtrupp nachgeschickt. Du musst sie loswerden und gleichzeitig irgendwie Ausrüstung und Essen besorgen. Also, da haben wir jetzt überhaupt nichts mehr. Ah doch, wir haben noch was. Wir haben sogar unsere Waffen noch. Also, wir haben natürlich alles. Wir sind an einem neuen Ort. Erkunden, ne? Wir brauchen aber was zum Essen. Ja, wir haben wirklich nicht mehr viel zum Essen. Das würde jetzt auch, ehrlich gesagt, auch gar nicht reichen. Ja, nicht genügend Vorräte, scheiße. Das ist Mist. Jetzt reicht uns das Essen nicht. Du schaffst es zu fliehen. Es wird Zeit zu gehen. Okay, vom Lager sind wir wenigstens schon mal geflohen jetzt. Ja, ich brauche dringend was zum Essen, Leute. Energie und Stress. Das würde jetzt schon sehr an der Gesundheit jetzt sein. Du hörst einen verzweifelten Schrei aus dem nahegelegenen Wald. Dem Geräusch nachgehen. Nachdem du die schmerzhaften Stöhnen eine Weile gefolgt bist, findest du einen Jäger, dessen Bein in seiner eigenen Falle feststeckt. Du befreist ihn, leistest erste Hilfe und bringst ihn in die nächstgelegene Stadt. Alles nehmen. So, jetzt müssen wir mal gucken, ob wir denn jetzt halt bleiben.
Halt, wir müssen kochen. Bitte, bitte. Nein, nicht genug Ressourcen. Tja, jetzt müssen wir auf jeden Fall mal Gesundheit hier auffüllen. Nicht, dass die mir jetzt hier alle noch wegsterben. Da haben wir noch eins. Dann geben wir das dem hier. Das sind die großen Medikits. Die müssen wir jetzt mal noch belassen. Wir müssen jetzt erstmal weiterziehen. Komm. Ich hoffe, dass wir noch was finden zum Essen. Du siehst ein Feuer hinter den Häusern. Ein Haus in der nächsten Straße steht in Flammen. Aber es kümmert niemanden. Du lugst durch ein Fenster und siehst eine ohnmächtige Person auf einem Bett. Nach Opfern suchen, das Haus durchsuchen, weitergehen. Na komm, schnell das Haus durchsuchen. Bevor der Feuer den ersten Stock erreicht, schnappst du dir ein paar nützliche Gegenstände. Okay, jetzt haben wir wenigstens schon mal Bandagen, dass wir jetzt die Leute hier noch ein bisschen retten können. Du siehst ein Geländefahrzeug, das am Straßenrand parkt. Der Motor ist noch warm, aber es ist niemand in der Nähe. Im Kofferraum siehst du mehrere Tüten mit Waren und Vorräten und einen Kindersitz auf dem Rücksitz. Komm, wir müssen alles nehmen, Leute. Wir brauchen das. Ach, das ist eh nix. Das ist eh nicht die Welt hier. Wir müssen ja auch überleben, also wir müssen ja da auch mitdenken. Was haben wir denn hier? Eine Fake-Kleidung brauchen wir nicht. Wir brauchen Essen. Waffen haben wir eh genug. Dann nehmen wir lieber die Stressmittel hier noch mit. Halt, nee, den Apfel. Komm, die Stressdinge da mal raus. Wir brauchen den Apfel, weil wir brauchen was zum Essen. Fertig. So, jetzt müssen wir erstmal schnell was zum Essen machen. Jetzt ruhen wir uns erstmal schnell nochmal kurz aus. Gegenstände. Ah, jetzt haben wir was gefunden. Ne? Die Pistolen tun wir jetzt weg. Wir brauchen Platz für Essen und für die Bandagen. So. Den Schmuck tun wir auch weg. Brauchen wir nicht. Die Bücher tun wir weg. So, fertig. Jetzt müssen wir erstmal Essen machen. Dann müssen wir schauen, erkunden, wo wir denn jetzt hier hin müssen am Blödsinn. Und jetzt werden wir erstmal Gesundheit auffüllen. Wie viel bekommen wir mit dem hier? 30. Dann werden wir das bei dem hier nehmen. Bei denen bekommen wir 100. Nee, dann machen wir das jetzt mal so und so. So, Gesundheit ist erstmal voll. So, Essen haben wir jetzt auch noch für bestimmte Zeit. Also wir müssen jetzt mal schauen. Ich hoffe mal, dass wir jetzt langsam hier mal auf den richtigen Weg kommen. Ein Auto kommt schnell auf dich zu. Jegliche Hoffnung, dass es sich um friedliche Insassen handelt, wird von dem ersten Schuss zu deinen Füßen zerschmettert. Komm, wir kämpfen. Wir wollen Lebensmittel. Ich hoffe natürlich, dass die ja was haben. Die setzen wir auf jeden Fall alle auf Kampf hier. Wir könnten eigentlich alle auf Kampf setzen, weil die eigentlich so jetzt gut sind. Seht selber, das ist voll. Aber die müssen wir eigentlich vernichten, weil so viel Gesundheit haben die nämlich gar nicht. Naja, die ersten zwei sind schon weg. So, bitte habt was zum Essen dabei. Ja. Das kann man immer gebrauchen. Baseballschläger. Wir nehmen einen jetzt mal mit, dass wir vielleicht dann doch was zum Handeln haben, aber so viel brauchen wir jetzt da gar nicht. So, wir sind jetzt hier. Jetzt müssen wir mal schauen, wegen Erkunden. Wo müssen wir denn hin? Nach oben oder da? Natürlich eine gute Frage. Jagen. Hier gibt's nichts. So, wir brauchen was zum Essen. Ha, gehen wir jetzt da hoch oder darüber? Komm, wir gehen da hoch. Die Stressmenge. Ach so, wegen unserer Energie. Was guckst du so? Lass das. Mann, beruhige dich. Ich weiß, dass du mir was nachgestellt hast. Was willst du? In meinem Beutel gucken? Bekanntschaft mit meiner Faust machen von mir aus. Komm doch her. Entspann dich, Alter. Du redest würdes Zeug. Mir ist egal, was da in deinem Beutel ist. Wirres Zeug nennst du mich. Verrückt? Du hast Glück, dass ich gerade keine Zeit habe, um mich um dich zu kümmern. Arschloch, guck mich noch einmal an und ich trete dir die Zähne aus der Fresse. Boah, was ist denn jetzt los, Leute?
du sowas? Ah, wir haben wieder was zum Essen. Das ist gut. Fertig. Dann können wir gleich mal erkunden, ne? Was ist denn das jetzt hier? Das sind andere Städte. Jetzt gehen wir mal hier hin. Komm, weiter. Tja, gute Frage. Hey, ich habe keine Ahnung, wo wir hier hin müssen, ey. Zu guter Letzt erreichst du die südliche Grenze von Nordberg. Du bist an dem sicheren Ort, von dem du so lange geträumt hast. In der Nacht wachst du. Was wachst du? Ach so, du hast einen schlecht bezahlten Job und lebst in einer. Naja, okay, das kann man gar nicht lesen. Hey Leute, wir haben es geschafft, sogar alle überlebt. Auch nicht schlecht. Also ich weiß halt damals, ich habe ja damals schon mal angespielt und es kann ja wirklich passieren, dass du, also bei meiner Nachricht kommt, ihr habt geschlafen, du wachst auf und die Person ist weg, die ist im Feuer gestorben, die ist da passiert. Also es sind immer andere Vorkommnisse, was passieren kann. Ihr seht, wir haben es jetzt durchgespielt mit allen Überlebenden. Also es haben alle überlebt. Wir haben jetzt den Hafen gespielt. Wir werden in die anderen Folgen, werden wir natürlich die anderen zwei dann auch noch durchspielen, wie Flughafen. Und ich glaube, das war Einwanderungsbehörde, wenn mich nicht alles täuscht. Aber das sehen wir erst in den nächsten Folgen. Dann vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.